Das Thema Sharing ist in aller Munde und ich würde gerne etwas darüber erzählen, wie sich das energetisch auswirkt im Feld. Wir kennen immer nur die Symptome, die reichen von sehr schweren Kopfschmerzen, migräneartigen Kopfschmerzen, Übelkeit, Grippegefühl, Zwischenblutungen, sehr starken Monatsblutungen. Alle möglichen Dinge passieren auf einer körperlichen Ebene, aber was viel wichtiger ist, ist die energetische Ebene, die Seelenebene, die eben auch beeinträchtigt ist, was den meisten nicht bekannt ist. In jeder Person, die davon betroffen wurde, die Symptome hat und die zu mir kam, damit ich das wieder auflöse und repariere und sie wieder fit und sich gesund fühlt, sieht man immer das gleiche Bild. Alle sieben Chakren, die sieben Hauptchakren sind zu, komplett zu, funktionieren nicht mehr. Und wie wir wissen, oder wie viele vielleicht auch wissen, die Chakren sind der Motor unseres Körpers, wie der Motor eines Autos. Und wenn der nicht mehr geht, dann funktioniert eben gar nichts mehr. Also diese sieben Chakren sind zu. Das fünfte Chakra ist das einzige, was sich dreht, das ist das Halschakra, aber verkehrt rum, im Gegenuhrzeigersinn. Und das bedeutet, dass wir eine verdrehte Wahrheit aussprechen, verstehen, hören, was auch immer. Also wir haben nicht mehr die eindeutige Wahrheit. Wir sind auch abgeschnitten von unserer Intuition, von unserem höheren Selbst und können da uns nicht mehr verbinden und auch nicht mehr wissen nicht mehr richtig, was wahr ist und was nicht wahr ist, was falsch ist. Das ist mal das Erste. Dann die Seele, die ist wie aus dem Körper rausgeschleudert, die steht neben dem Körper, ist so ein bisschen im Schock, konfusen Zustand, weiß eigentlich gar nicht, was Sache ist, was passiert ist. Die steht daneben. Wir sehen es im Energiefeld, es fühlt sich wie dreckig an, nicht in Ordnung. Die Zellen vom Gefühl her sind wie, als ob sie ihren Magnetismus umgekehrt haben. Das sind so die Hauptmerkmale, die man merkt und die man wieder umdrehen muss, reparieren muss. Man muss die Chakren wieder in Ordnung bringen, dass sie sich wieder anfangen zu drehen. Das heißt, sie werden manuell rekonstruiert. Man muss die Seele wieder in den Körper zurückbringen. Man muss das Energiefeld reinigen und die Zellen, den Magnetismus der Zellen wieder umkehren. Manchmal gibt es noch andere Dinge, aber das sind eigentlich die Symptome, die ich jetzt bei jedem Einzelnen gesehen habe, der vom Shedding, von dem Transmission betroffen war. Immer das gleiche Bild, sehr ungewöhnlich, weil das gibt es sonst nicht in dieser Konstellation und deswegen ist es sehr eindeutig. Also auch wenn jemand denkt, er ist davon betroffen, ich kann es nachschauen und dann weiß ich genau, es ist so oder es ist nicht so. Das Gute ist, man kann es eben auch schnell wieder rückgängig machen, also es ist nicht so ein Problem, auch wenn die Leute ganz, ganz schlimm leiden. Wenn man es repariert, sind sie ziemlich schnell auch wieder fit und es geht ihnen besser. Dasselbe Bild habe ich jetzt schon gesehen, wenn die Leute die erste Impfung hatten. Mit der ersten Impfung ist ein sehr ähnliches Bild, auch genau gleich die Chakren und so weiter. Ab der zweiten Impfung, glaube ich, kann man es nicht mehr so einfach reparieren oder rückgängig machen. Aber mit der ersten Impfung ist es noch möglich. Und und das hat eben auch langfristigen Einfluss. Also auch selbst wenn die körperlichen Symptome wieder besser werden, der Einfluss auf unsere Seele und auf unser Leben ist viel stärker von der energetischen Seite her als eigentlich von der körperlichen Seite. Und deswegen ist es gut, wenn man davon betroffen war, dass man das wieder selber in Ordnung bringt oder zu jemandem geht, der das in Ordnung bringen kann, damit man langfristig keine anderen Probleme dadurch entwickelt. Und ja, ansonsten, man kann sich auch schützen vor dem Shedding. Da gibt es auch Wege und Möglichkeiten, wenn du das wissen möchtest. Dann schreib es unten in den Kommentar oder schreib eine private Nachricht. Ihr könnt auch gerne auf meinem YouTube-Kanal schauen. Ich veröffentliche immer wieder Sachen auf meinem Facebook, auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Patreon-Seite, wo ich mehr und mehr jetzt mich engagieren werde. Ich bringe alle Links unten in den Kommentar oder in die Beschreibung von diesem Video rein. Und dann kannst du mal reinschauen, was es sonst noch zu erzählen gibt, was auf der Welt passiert. Ich versuche immer, alles abzudaten, was gerade so sich im Feld, auf der Erde abspielt und damit alle möglichst informiert sind, denn Wissen ist Macht. Und wenn wir alle weiterkommen müssen wir uns so sehr wie möglich ermächtigen und gucken, dass wir in unsere Kraft kommen. Und zusammen kriegen wir das hin. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.